Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir, Zurech, und der Diablo 3 Beta. Wir sind hier jetzt mit dem Dämonenjäger unterwegs. Den habe ich jetzt schon auf Level 8 hochgespielt und wir werden uns mit diesem Charakter eben noch einmal dem Skelettkönig stellen, beziehungsweise natürlich auch den gesamten Weg dorthin uns anschauen. Dabei wollen wir halt einen Blick eben auf diese Klasse werfen. Und ja, wollen einfach mal das Gameplay mit dieser Klasse uns anschauen, die einzelnen Fähigkeiten. Ich werde natürlich sagen, wie viel Spaß das mit der Klasse alles macht. Und ich sehe das Ganze dann als eine Art Klassenvorstellung. Außerdem hat man immer weiter mehr Gameplay von Diablo 3, was ja auch nicht schlecht ist. Denn solche einzelnen Klassenvorstellungen, wie ich die eigentlich vorhatte, das klappt einfach nicht, da die Beta nicht mehr so lange dauert. Da es einen Charakterwipe gab und da das auch ganz schön lange dauert, bis man Level 13 dann schlussendlich ist. Ja, deswegen werde ich das einfach mal so handhaben und fange dann erst einmal kurz an, die ganzen Fähigkeiten hier kurz vorzustellen. Also, ich drücke einfach mal S und dann schauen wir uns das Ganze mal an, was wir so bisher hier haben. Wir schauen uns erst mal die Mausfertigkeiten an, da gehen wir einfach mal auf die primären Fertigkeiten. Und da habe ich hier den hungrigen Pfeil ausgerüstet und auch eigentlich immer derzeit drin. Da feuert man halt einen magieerfüllten Pfeil ab, der 115% Waffenschaden hat und noch eine Chance von 35%, aber durchaus meine erste Rune eine Chance von 50%, ein Ziel zu durchbohren. Dabei hat diese Fähigkeit halt, sobald sie den ersten Gegner durchbohrt hat, beim zweiten, den sie trifft, und dieser Pfeil sucht die Gegner auch selber, nochmal halt 50% die Chance, nochmal den zu durchbohren und so weiter und so weiter. Das heißt, damit kann man auch mit einem Fall durch Zufall 8 Gegner treffen, ja. Einfach mal Beispiel, klappen tut das nicht wirklich gut, kann man ja ausrechnen. Dann die nächste Fertigkeit, die ich hier habe, das ist ein einfangender Schuss, den fand ich bisher noch nicht so nützlich, macht weniger Schaden, slowt aber auch dafür definitiv immer zwei Gegner 2 Sekunden lang, auch wirklich gut, aber ja, wie gesagt, so toll fand ich den noch nicht. Hat natürlich hier später auch noch ein paar, durch die Runen natürlich bessere Effekte, aber derzeit ist der einfach noch nicht sehr gut. Ich lasse es einfach bei dem hungrigen Pfeil. Außerdem erzeugen diese Fertigkeiten immer 3 Hass pro Angriff. So. Denn, stimmt, dazu komme ich vielleicht dann eh gleich. Fange ich erstmal an mit den sekundären Fertigkeiten noch einmal. Da habe ich derzeit Durchbohren drin. Das ist einfach, ich werfe ein Messer und da kriegt der Gegner 52% Waffenschaden, was ganz schön viel ist. Außerdem habe ich hier die Rune Wucht ausgerüstet. Nochmal schön eine 65%ige Chance, das Ziel zurückzustoßen und 1,5 Sekunden zu betäuben. Schnellfeuer, das kann ich sogar kurz mal zeigen. Das, ja, es kostet erstmal 20 Hass direkt, wenn ich es feuer und dann nochmal 10 Hass, während ich es kanalisiere. Ja, macht auch ganz guten Schaden, wie man sieht. Ich zeig's einmal. Ja, sieht dann wirklich so aus. Eigentlich ganz schön cool, aber ich finde das auch nicht so nützlich. Da finde ich diese Mega-Attacke, die man mal bei etwas stärkeren Gegnern machen kann, eindeutig besser. Dann habe ich derzeit noch die Krähenfüße und die Rauchwolke. Kann ich ja eben auch kurz mal eben zeigen. Krähenfüße, da lege ich halt diese Fallen hier ab. Wenn man da durchläuft eben, sind die Gegner in einem Umkreis von eben 12 Metern hier 6 Sekunden lang um 60% geslowt. Dann habe ich noch diese zweite Fähigkeit, die Rauchwolke. Damit kann ich dann kurzerhand mal eben für 2 Sekunden und ja, einfach mal unsichtbar werden und ganz schön schnell laufen. Ja, die Dinger haben auch einen ziemlich geringen Cooldown. Warum? Weil die sich halt von dieser Disziplin bedienen und die regeneriert halt sehr langsam und ich habe auch nicht allzu viel von denen, nämlich nur 30 und ihr schaut mal, ja, das ist schon ziemlich arg hier mit der Disziplin. Die Disziplin wird eben, davon wird eben Gebrauch gemacht bei diesen Hauptfertigkeiten und Hass eben von solchen Sachen wie jetzt hier durchbohren, ja, von dem Primären. Und die ersten hier Fertigkeiten, die erzeugen das eben. Regeneriert sich aber auch schneller der Hass als die Disziplin. Weil das eben wirklich dann eher die besonderen Fertigkeiten sind, sage ich mal. So, ich mache mal wieder meine Krähenfüße rein. Erstmal genug geredet. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt halt zu King Leoric. Also, was heißt, wir gehen dahin? Ist natürlich ein längerer Weg, aber wir gehen schon mal so in Richtung King Leoric. Ja, zur Kathedrale eben.
Und dann wollen wir mal schauen, was da los ist. Ich kann natürlich auch einmal kurz mein Inventar zeigen. Da haben wir hier diese abenteuerliche leichte Armbrust der Engel. Ich habe sie irgendwie heute mit den Versprechern. Ja, macht nochmal guten Heiligschaden und, was ja sehr nützlich ist, nochmal plus 4 Erfahrung. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Das ist auch nicht allzu wenig. So. Ich bin ja hier eben schon an der Kathedrale, ja. Ich habe ja hier schon alles geholt, die Krone und so weiter. Und wir können jetzt direkt durch diese verzierte Tür hier gehen und können uns dann eigentlich aufmachen. Wie gesagt, die Krähenfüße sind ganz wichtig, denn ich bin im Gegensatz zu meinem Barbaren, bin ich deutlich anfälliger gegenüber alles einfach. Und ich muss auch wirklich aufpassen. Ja. So, da sind schon irgendwelche besonderen Gegner. So, ich kann jetzt hier das legen und ihr seht, die sind alle dann, ja, werden hier schön geslowt. Und mehr als hier so ein bisschen hin und her laufen, kann ich auch einfach nicht machen. Ich habe auch auf Bitten der Leute dann die Schadenzahlen auch diesmal angehabt. Ich habe irgendwas bekommen. Schaue ich einmal kurz. Na, nichts Besonderes. Und wie gesagt, ich muss halt derzeit aufpassen, einfach sehr, ja. Weil ich halt sehr schnell tot bin. Und bei denen kann ich zum Beispiel diese Superattacke machen. Die macht natürlich sehr viel Schaden. Und betäubt die eben auch. Die sind halt ein bisschen stärker. Die werden nur ein bisschen zurückgestoßen anscheinend. Und ja. Ja, da sieht man auch, wie der Fall wirklich durch den durchgeht und ihn dann einfach noch einmal trifft. Auch sehr interessant. Schon wieder ein stärkerer Gegner. Den hauen wir auch einfach mal diese Superattacke da drauf. Ja, guck mal, da sieht man richtig, wie der Fall den einfach direkt mehrmals hier durchbohrt. Auf jeden Fall auch ziemlich cool. Na, drei Stärken, da brauchen wir nicht wirklich. Auf jeden Fall ist das so derzeit das Gameplay mit dem Hexenjäger. Nichts Spektakuläres, muss ich sagen. Man ist halt einfach ein bisschen vorsichtiger. Und das war es dann eigentlich auch so. Ansonsten seht ihr ja alles, was ihr schon gesehen habt, theoretisch. Falls euch das ja auch alles nicht mehr interessiert, könntet ihr ja sogar ausmachen. Aber ich denke mal, ihr wollt natürlich mehr sehen. Da ist sogar irgendein etwas stärkerer Bossgegner. Oh, von hinten kommt es jetzt auch. Ich habe keinen Hass mehr. Ah, da gehen die Pfeile hin und her. Ich muss den aber noch töten, ja. Ich kann übrigens auch Nahkampfwaffen ausrüsten, also Äxte. Bringt mir natürlich nicht viel, beziehungsweise eher gar nichts. So. Die Armbrust ist meistens immer halt ein bisschen langsamer. Macht dafür aber auch mehr Schaden. Dann kann ich natürlich auch noch Pfeil und Bogen nehmen. Pfeil und Bogen ist dann halt eben schneller. Aber ja, macht natürlich auch nicht so viel Schaden. Was aber eigentlich durch meinen hungrigen Pfeil, sage ich mal, egal ist. Da ist es eigentlich sogar vielleicht sogar besser, wenn ich nicht so viel Schaden hätte. Was ist das denn hier schon wieder? Ganz komisch. Die nächste Klasse, die ich dann gerne vorstellen möchte, wäre der Mönch. Aber wie gesagt, ich spiele das jetzt erstmal. Ich hoffe, das dauert auch nicht allzu lange. Ich habe das nicht mehr ganz so im Sinn, aber eigentlich ja nicht. Ich
Meine, die ganze Beta hat ungefähr 2 Stunden noch was gedauert. Da kann das hier schon nicht so lange dauern. Natürlich vorausgesetzt, ich finde auch alles. Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Naja, wolltest nur die fetten Epics, ja. So, da kommen wir auch wieder zu unserem Kriegerfreund. Haltet eure Zauber! Ave Magistros, Ave Regis. Eure Magie, ich bin frei! Ich muss auch aufpassen, also man sieht auch, ich bekomme selbst von diesen schlechten Gegnern ordentlich einen auf den Latz. Ich skippe das hier mal alles, interessiert uns halt nicht mehr wirklich. Was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich muss den Skelettkönig töten. Dann sind unsere Ziele dieselben. Die Kultisten haben mich an dieser glühenden Grube vorbeigezerrt. Wie ist oh, hier muss ich aufpassen. Oh, ich werde es schon bald wissen. Das haben mich sogar mal geheilt jetzt. Den muss ich hier irgendwie erwischen, mein. Hier im Wald, da sind meine Waffen. Er ist frei, er darf sich nicht bewaffnen. So, schön einfach ballern, ja. Krieg gleich auch einen netten Bonus, weil ich wieder so viele getötet habe. Das freut mich. Hier gibt es eine schöne Lederhose. So, und da er anscheinend keine Hände hat, mache ich das mal auf. Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Wow. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ich ziehe es meistens vor, allein zu sein. Aber in eurem Fall mache ich eine Ausnahme. Ja, da geht noch was, Leute. So, wir gehen weiter. Versucht mal, immer noch das hier. Wo fahren wir denn? Das sind Wirements hier. Gibt ja auch einen schönen Bonus nochmal, wenn man die Gegner vom Dungeon töten lässt, so heißt das ja hier. Und wo bin ich denn? Ich kann mich echt kaum mehr dran erinnern. Die Wege sind ja auch echt immer komisch. Ah, das hasse ich ehrlich gesagt, ja. Ich finde, das dauert auch immer so lange. Unter uns. Ach ja, jetzt kommen wir zu dem zu seinem alten Freund da nochmal. Stimmt. Ihr wart ein Templer, Yonda. Oh, ich kann auch damit verfehlen. Ihr diesem Zirkel erliegen. Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht. Ich finde aber die Skelette super, ey. Da gab es doch irgendwie einen Comic jetzt im Internet von. Weiß ich gar nicht. Ich glaube von. Ja, möchte ich. Lasst uns gemeinsam. Den kann ich ja mal direkt eben ausrüsten. Da habe ich doch hier was Geiles gefunden hier. Das wird mir helfen. Schild habe ich leider nicht. Mehr kann ich dem auch gar nicht geben. Von Shakes da, der auch Shakes und Fidget macht. Wo eben auch. Da waren so 3 Bilder. Da ist schon wieder einer. Und wo sich die untote Armee hier von Diablo irgendwie einen neuen Plan ausdenkt. Weil die alle abgeschlachtet werden. Dann kommt natürlich das Skelett auf die geniale Idee, sich doch einfach in die Truhen zu verstecken. Seht ihr den Feind da drüben? Ist natürlich bescheuert, ne? Und eigentlich auch witzig, aber ich glaube, er lacht gar nicht. Oh, ein Kurzbogen, das freut mich jetzt gerade. Ja, doch, der ist geil, der macht auch gut so Schaden. Er taggt natürlich auch schneller, hat jetzt weniger DPS, aber... Obwohl, ich habe hier plus 4 Erfahrung, ne? Das ist ja einfach. Ne, wir müssen nach oben, das weiß ich noch. Und ich baller einfach mal rein, ich sehe nichts. Da sollte ich weggehen. Ah ja, da kommen die Kobolde jetzt, genau.
Aber naja, ich glaube, ich mache hier einfach mal einen Cut und im nächsten Let's Play mit den Dämoniger spielen wir dann einfach mal weiter und schauen wir uns noch weiterhin, wie der Dämoniger so zu spielen ist. Wie gesagt, wir begegnen dann ja auch demnächst den Skelettkönig. Ich denke mal, so allzu lange dauert das auch nicht mehr. Und ja, dann hauen wir den auch noch einen ordentlich auf die Mütze und dann schauen wir einfach mal weiter. Übrigens, falls euch das nicht gefällt, wie ich das jetzt hier mache und ihr lieber, sagen wir mal, zum Beispiel jetzt sehen wollt, wie ich schon Level Up bin, neue Fertigkeiten, dann nochmal ein bisschen Gameplay, dann wieder Level Up Gameplay und dann der Skelettkönig, lieber so ein bisschen geschnitten das sehen wollt und nicht hier alles komplett, dann schreibt das in die Kommentare. Ich nehme mir das dann auch zu Herzen, kann ja sein, dass das ein bisschen jetzt doch zu langwierig und zu langweilig wird. Ansonsten genießt das Ganze und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.